Achten wir auf die grünen Punkte. Dreck. Beschiss. Obwohl, macht Sinn, wenn man Jude spielen würde. We'd end up back here again. It seems like forever ago that you were injured. Have you figured out your mission? What you must do? I just want to help you out. I see. But that's not all. I want to protect the spirits as well. You go to such lengths to protect humans. So it's only fair that I become strong enough to protect spirits, too. Hmm. You will strive to be our protector. A bold statement. Maybe I've been wrong about humans after all. Hmm? I never imagined one of you wanting to protect our kind, let alone making it his mission. I'm almost speechless. I've never felt this happy. Now I really must destroy the Lance of Kresnik, for all our sakes. That reminds me. What are you planning on doing after you've destroyed the Lance? Destroying the Lance and the Spyrex devices is merely one facet of my mission here. My whole reason for existing hasn't changed. So you'll return to Nia Kara and live the way you did before? Most likely. But with Exodus around, won't your life still be in danger? Hmm. Also likely. What you need is a bodyguard, someone to watch your back. Are you offering to stay with me? Is that possible? If that's what you decide to do, then you should do it. I'll need to create some story to keep you by my side. Really? Thank you. It's the least I can do. You're the reason I'm standing here right now, preparing to fulfill my mission. I'm the one who should be thanking you. Huh? Oh, no, you don't have to do that. We haven't even gotten to the real fight yet. Good point. Oh, just the pair I was looking for. Your wyverns have fully recovered. Let's return to the plaza. Okay. Ist das so zuckersüß? Das gibt's ja gar nicht. Ja, finde ich eigentlich ziemlich gut, dass Jude das möchte, aber das wirkt alles so... Oh, ich bin von Mila verzaubert, ich bin in sie verliebt und deswegen möchte ich das. Okay, ob Milas Charakter jetzt so extrem liebenswürdig ist, darüber lässt sich streiten. Ja, ihr Körper, ja, mal gucken, wie das noch wird. Mal gucken. Moment, mal gucken, wie Jude wirklich zu allem steht. Vielleicht kommt da ja auch noch ein Twist. Ich bin sehr gespannt. Er hat ja diese komischen Gedankenspielchen hier und da scheinbar gemacht, wo er sich so komisch konzentriert, sage ich mal, und dann auf einmal irgendwas Spezielles weiß, wie mit dem Herzkraut oder so. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. He hasn't shown up yet. He's probably figuring out his next lie. That's not true. What does everyone else think of Alvin? Would you feel safe going into battle with him? He's just trying to help out his mom, right? I'm a sucker for that kind of stuff. I worry he himself will be unable to deal with that way of life much longer. Don't forget, Alvin was the one who saved me from the bad guys! What do you think? We'll need to keep up our guard around him until he reveals his hand. He remains trustworthy in battle, at least.
No, no, it's not polite to talk about someone behind his back. I don't care. What can I say? You guys are my only allies. That makes everyone. Let's be off. Please wait! Rowan, are you really gonna fight with your old buddy? It is my fault that Noctegal became the man he is. I am prepared to fight him when the time comes. You have our support. Don't worry, I'll be right behind you. I've got your back, too! Thank you, everyone. Don't worry, I'll pick up your dentures if you drop them, Grandpa. Please do. What, no pithy retort? I guess that means we're all ready. Let's make our final preparations before setting off. Now, yeah, by Rowan is a... Elise, what happened? You're tottering all over the place. I was staring at the windmill, and now the world keeps spinning. Oh ja, weil die Windmühle sich auch so episch schnell dreht. Was wollte ich sagen? Elvin ist jetzt bei Rowan unten durch. Den interessiert es überhaupt nicht mehr, was Elvin sagt, und ja, einfach was auch immer. Schauen wir mal, was Wyvern fressen. Flying was so much fun. The Wyverns weren't as scary as I thought they'd be. I'm just glad they didn't eat you. Huh. Too bad they didn't eat Alvin the traitor. Oh, did I forget to mention Wyverns only eat children? But they don't eat their flesh. They nibble away at their souls, so gently that the kids don't even notice. While you were enjoying soaring through the sky, most of your soul could have been chewed away. So ein Arsch, ey. That's a lie! That's total nonsense! Oh, I was right to be afraid! They make it too easy. So ein Arsch, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Sollen wir speichern und vielleicht wir haben Futterintros. Speicherpunkt. Haben wir einen? Nö. Ach, was? Ah, da hinten. Bro. Wäre es wahrscheinlich Schwachsinn gewesen, einfach loszufliegen, ohne zu speichern. Da hinten geht bestimmt direkt die Post ab. Ich hätte auch gesagt, ich schmeiß mir jetzt 100% Futter rein, falls wieder ein Boss kommt. Also die zwei Bosse hintereinander war ja fies. Na, da hätte ich so gern die 100% genutzt. So, was haben wir denn da? Haben wir eigentlich Skill-Bereitschaft? Nein, gut. Oder schlicht. Ja. Thank you for everything. Please return home safely. For my brother as well. You have my word, young madam. Then let's be off. Oh, bitte wieder so eine epische Flugsequenz. I believe we just need to follow this road to reach Fenmont. Yeah, let's go. Okay, what the? Ah, okay, ich war jetzt leicht verwirrt, was das für Gegner sein sollen. Wo sind wir? In der Bahnauer Höhenstraße? Momento. Geht's da runter? Ah, da geht's runter. Okay. And the walking begins.
I'm sure you can see why it wouldn't be practical to ride the Wyverns at Defenmont. You'd get spotted right away! Yes, there'd be no avoiding a battle, and civilians would get dragged into it. Yeah, I guess that makes sense. But is it really okay to leave the Wyverns alone like that? They shouldn't have anything to fear from the monsters. Because the monsters are their friends? Oh, no, no. The Wyverns may look docile, but they can be quite tough when they need to be. Monsters aren't their friends. Monsters are their food. Really? Oh, I was right to be afraid! Okay, haben wir die... Ah, da sitzen unsere Wyverns sogar. Und du willst gegen uns kämpfen? Ich glaube, es hackt nach Sheraton gehen. Nein. Kämpfen wir mal gegen den Spacko-Fatz. Washugal, Kampfkorps, Deserteur. What the hell, was für Namen. So, Level 31. Ja. Warum haben wir Elvin... Nein, ich dachte schon, wir haben jetzt Elvin in der Gruppe, weil da ein Kommentarbild von ihm ist. Naja. Wir möchten den ganz vorne, bitte. Ja. So. Was war jetzt noch der Special Move mit Tipo? Das war das Gewitter. Wo haben wir das? Da haben wir es nicht. Okay. Hoch? Moment. Haben wir Death Bell wieder reingenommen? Falsch. Ah ja, wir haben die Death Bell wieder reingenommen. Das heißt, wir machen mal die Shortcuts. Was? Ach so, wir können noch mehr Shortcuts festlegen. Ach du Schande. Nee, Moment. Schwachsinn. Nee, Moment, hä? Jetzt bin ich... Nee, das ist... Ah, doch. Nee, Moment. Uno, Moment. Jetzt ist es seltsam. Ah, tatsächlich. Wir können... Keine Ahnung, was das... Wo ändert sich da was? Warum wird das dann so... Ach, wir wechseln einfach so zwischen den Shortcuts, anstatt hier runter zu gehen. Und dann wird sogar angezeigt, was dabei verbunden... Ne, jetzt blick... Was soll denn das sein? Haben wir mehrere Shortcuts oder was? Das sind die, ne? Ne, das sind... Hä? Tatsächlich, wir haben einiges an Shortcuts scheinbar. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, das ist ja echt nicht normal. Boah. Ja, was nehmen wir denn dann? Dann nehmen wir einfach die ganz normalen, würde ich sagen. Hier die. Ach du Scheiße, wir können bis zu 16 Skills ausrüsten. Ich glaube, es hakt. Strafender Blitz haben wir nicht drin. Okay, wir wollen nämlich Donnerklinge. Ach, was soll's denn? Den holen wir hier rein, so. Donnerklinge. Ja, Donnerklinge. Mann, ich habe schon gedacht. Nein, hau mich nicht. So ist fein. Gut gemacht, Elise. Und jetzt zack. Oh. Und wo bleibt die Arts? Unser Tipo-Fladen? Jetzt kommt er, ja. Batz. Und gleich ein Feuerwirbelsturm hinterher. Und ein Tetra Element, würde ich noch sagen. Ups. Autsch. So viel zum Thema. Yay, Level Up. Wow, jetzt habe ich erst gemerkt, dass wir doch doppelt so viele Shortcuts haben können, ey. So, da geht's nach Fort Gandala. Ach so. Da gehen wir mal hin. Mal gucken, was es da gibt. So, den Gegnern widmen wir uns ein andermal. Wir schauen uns jetzt erst... Oh, da ist ein Säckchen, das nehmen wir noch. Und die Truhe nehmen wir auch noch. Das Glitzer ganz da hinten an der Felswand lassen wir mal. Oh nein! Ich habe gesagt, hier widmen wir uns später. Ah, Pilzpulver, toll. So, was passiert hier bei Fort Gandala? Okay. Ist überhaupt nicht unübersichtlich. Kein Stück. Aber an sich geht's. Und hier ist dann Nachtigall letztes Mal rausgekommen, schätze ich. Remember that whole Golem-Thing? No way we're getting through Fort Gandala now. Ah, wir dürfen eh nicht rein. Schade. Okay, das mit den Golems stimmt. Da hat er recht. Die sind ja noch aktiv. Ach, oh, wow, wow.
Wow. Elixier. Yay. Immerhin schon etwas, ne? Ich würde sagen, wir speichern hier mal eine Runde. So. Wunderbar. Und ja, gut, das passt. Hier machen wir dann auch jetzt mal eine Pause. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit Tales of Xillia Richtung Fenmons und den neuen Gegnern und den neuen Gegenden. Also Leute, macht's gut. Ciao.